Und die Ausschussvorsitzende, Nationalratspräsidentin Doris Burres von der SPÖ, ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Frau Präsidentin, ich möchte etwas grundsätzlicher beginnen. SPÖ und ÖVP haben jahrelang versucht, diesen Untersuchungsausschuss zu verhindern und ihn mehr als 20 Mal im Nationalrat niedergestimmt. Halten Sie den Ausschuss nach wie vor für unnötig? Also ich glaube, dass dieses neue Regelwerk des Untersuchungsausschusses, der das ja jetzt auch möglich macht, etwas ist, das die parlamentarische Kontrolle bereichert und etwas ist, das sich auch die Menschen erwarten, dass bei so Vorfällen, wie es sich rund um die Hypo Alpe Adria abgespielt hat, dass man da erstens einmal sagt, das ist ein Kriminalfall und dafür sind die Gerichte zuständig, die auch seit Jahren intensiv an der Aufklärung arbeiten, aber darüber hinaus auch diese politische Aufklärung vornimmt und das wird morgen ganz intensiv begonnen. Das war vor einem Jahr alles auch schon so. Damals haben Sie aber gesagt, Sie wollen keinen Ausschuss, der würde eine Politisierung der Hypo-Affäre bringen. Ihr Klubobmann Schieder hat gesagt, die Hypo ist eine Kärntner Landesangelegenheit. Dort hat es ja ohnehin schon Ausschüsse gegeben. Kai-Jan Greiner, der jetzt hier Fraktionsvorsitzender ist, hat gesagt, ein Ausschuss würde beim Verkauf der Osteuropa-Töchter der Hypo schaden. Das stimmt jetzt alles nicht mehr. Was geschehen ist, dass es ein neues Regelwerk gibt. Also wir haben schon in der Vergangenheit erlebt bei Untersuchungsausschüssen, dass das Parlament ein wenig verwechselt wurde mit dem Gerichtssaal oder als Polittribunal. Und die neue Regel, das neue Regelwerk sieht hier Vorkehrungen auch vor, wo das nicht mehr der Fall sein kann. Es ist ein Minderheitenrecht, das ist gut so. Dazu haben sich 5 Parteien im Parlament auch bekannt. Es wird diesen Ausschuss geben und es gibt ein neues Regelwerk, wo viele Dinge, die nicht so positiv in der Vergangenheit gelaufen sind, jetzt in Zukunft besser geregelt werden sollen. Was kann denn dieser Untersuchungsausschuss jetzt noch leisten, dass der Bericht der Kriegskommission und der jüngste Bericht des Rechnungshofs noch nicht geleistet haben? Also wir gehen mit einem großen Engagement in diesen Ausschuss und wenn ich wir sage, dann meine ich alle im Parlament vertretenen Parteien und ich habe erst jetzt heute am Abend noch einmal zu einer Sitzung der Fraktionsführer alle im Parlament vertretenen Parteien eingeladen. Es geht darum, sich anzusehen, immerhin in 14 Jahren, vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2014, welche Abläufe hat es gegeben, welche Vorfälle haben stattgefunden und wie können wir, wenn wir das genau auch analysieren, in Zukunft dafür Sorge tragen, dass so etwas wie die Hypo Alpe Adria nie wieder passiert, so ein Schaden nie wieder passiert, wie das leider da passiert ist. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Ausschusses, gemeinsam an dem, was auch der Bevölkerung wichtig ist, an der Aufklärung dieses Falls zu arbeiten. Sie haben auch gesagt in Interviews, es geht auch um die Aufklärung der politischen Verantwortung. Wie finden Sie es als Nationalratspräsidentin eigentlich, dass die beiden hauptzuständigen ÖVP-Finanzminister Bröll und Vector seit Monaten sich geweigert haben, in der Öffentlichkeit irgendetwas zu diesem größten Finanzdebakel der Zweiten Republik zu sagen? Also ich gehe davon aus, dass es erst einmal jedem seine persönliche Entscheidung ist. Aber wir können, glaube ich, gemeinsam davon ausgehen, dass die Finanzminister, die in einer Zeit auch Verantwortung getragen haben, rund um die Hypo Alpe Adria, die sich so in den mittleren Teil der Verantwortung widerspiegelt, weil beginnen werden wir im Jahr 2000 in Kärnten, dass die natürlich im Ausschuss Rede und Antwort stehen. Das heißt, spätestens dann werden wir alle Fragen, die an Sie gerichtet werden, hören und vor allem die Antworten. Was werden Sie denn machen, wenn die Hauptantwort so wie in vergangenen Untersuchungsausschüssen sein wird? Dazu habe ich keine Erinnerung. Also das neue Regelwerk hat auch den Vorteil, dass es juristische Begleitung gibt. Wir werden einen Verfahrensrichter haben, der sehr erprobt ist, auch in der Verhandlungsführung. Wir haben einen Verfahrensanwalt. Das heißt, es ist eine Reihe an Instrumenten hier, die schon mit Nachfragen möglicherweise da und dort das Erinnerungsvermögen wecken können. Jetzt haben Sie den Vorsitz als Nationalratspräsidentin. In früheren Untersuchungsausschüssen hatten meistens Oppositionspolitiker den Vorsitz. Jetzt sind Sie ja Vertreterin der größten Regierungspartei und Sie sind auch, oder Sie gelten jedenfalls, als eine der engsten Vertrauten des Bundeskanzlers, der bei der Hypo-Verstaatlichung, die da auch untersucht wird, schon Bundeskanzler war und der jetzige SPÖ-Clubchef war damals Finanzstaatssekretär. Was sagen Sie jemandem, der Ihnen unterstellt, Ihnen könnte möglicherweise die Solidarität mit Ihren wichtigsten Parteien
deswegen wichtiger sein als die völlige Aufklärung in diesem Ausschuss? Es war in der Vergangenheit nicht nur so, dass Oppositionspolitikerinnen und Politiker den Ausschussvorsitz hatten, sondern die waren auch Mitglieder des Ausschusses. Und im neuen Regelwerk ist diese Frage der Befangenheit insofern geklärt, dass die Vorsitzende des Ausschusses, das gleichzeitig die Präsidentin des Nationalrates ist, dass die weder ein Fragerecht im Ausschuss hat, noch ein Stimmrecht im Ausschuss hat. Meine Aufgabe wird sein, dieses Regelwerk so umzusetzen, dass der Ablauf dieses Untersuchungsausschusses sichergestellt wird. Und es ist nicht meine Aufgabe, Fragen zu stellen und auch nicht meine Aufgabe, bei Abstimmungen in irgendeiner Form Position zu beziehen. Und dadurch ist das, glaube ich, klar geregelt, dass eine Befangenheit auszuschließen ist. Jetzt klagt die Opposition, dass sie in den letzten Wochen ganz viele Akten erst nicht bekommen hat und dann unendlich viele Akten, die völlig unstrukturiert sind, die man nicht wirklich durchsuchen kann, und es fehle die Zeit, sich sinnvoll vorzubereiten. Das ist eine der Vorgaben im Regelwerk gewesen. Ich habe gesagt, es ist eine sehr komplexe Materie, wie wir wissen, die sich über einen Zeitraum von 14 Jahren erstreckt. Und wenn wir einen Beweisbeschluss im Parlament gefasst haben, von allen Parteien mitgetragen, der vorgibt, dass die Unterlagen unverzüglich innerhalb von 4 Wochen einer Frist zu übermitteln sind, dann ist das so, dass diese Unterlagen natürlich alle innerhalb dieser Frist auch eingelangt sind. Aber das sagt jetzt die Opposition, sie hätte speziellere Akten angefordert. Und da haben jetzt ÖVP und SPÖ, weil die Aktenlieferungen ja mit Mehrheit beschlossen werden, derartige Riesendatenmengen bestellt, dass man damit in Wahrheit nichts anfangen kann. Die Aktenlieferungen sind mit allen Parteien im Parlament beschlossen worden. Das war der Beweisbeschluss, nämlich die Anforderung der Akten. Aber wissen Sie, was ich im Parlament veranlasst habe? Dass das mit den Fraktionen vereinbart wurde, dass wir eine Prioritätenliste machen, dort, wo es um die Verarbeitung dieser Akten, um die Erfassung dieser Akten geht, damit sie für Abgeordnete zugänglich sind. Wir haben eine Priorisierung, welche Informationen sind für die ersten Ausschüsse das Wichtigste. Und da wurde alles Menschenmögliche in der Parlaments Direktion getan, auch über Ostern gearbeitet, damit die Abgeordneten die für sie wirklich notwendigen Unterlagen auch bekommen. Das sagen Sie aber, die haben sie nicht. Da sagt zum Beispiel Herr Kogler von den Grünen, es gibt noch immer nicht alle Aufsichtsratsprotokolle aus der Bank. Die wären aber gerade für die beiden Zeugen morgen wichtig. Und es gibt 60.000 Seiten ausgedrucktes Material, und das ist aber nur ein Bruchteil der Akten. Das allermeiste sind nämlich 10 Terabyte digital. Das sind aber hunderte CD-ROMs. Wie haben denn Sie das bewältigt? Also Tatsache ist, dass wir uns daran gehalten haben, was an Unterlagen angefordert wurde. Und das beruht auf einem Beschluss. Das ist nicht eine Entscheidung, die ich treffe und den Ministerien und den Behörden. Es waren 24 Stellen in Österreich, die dem Parlament für den Untersuchungsausschuss zu liefern hatten. Und das war weit über Akten hinaus. Wir haben gesagt, wir wollen Kalender haben, wir wollen Notizen haben, um diese Vorfälle auch zu untersuchen und wirklich Einblick zu bekommen. Man muss natürlich erstens einmal sich Unterstützung organisieren. Auch dafür hat die Parlamentsdirektion zusätzlich Infrastrukturmittel für die Clubs zur Verfügung gestellt, damit man auch sich diese Zuarbeit finanzieren kann. Und es ist natürlich erforderlich, dann zu selektieren, welchen Bereich der Untersuchung brauche ich zu welchem Zeitpunkt. Und deshalb haben wir auch die Priorisierung der Erfassung der Unterlagen gemacht. Aber ich sage es Ihnen ganz offen, das sind ganz wahnsinnig viele Unterlagen. Das wird eine große Herausforderung für alle Mitglieder in dem Ausschuss sein, diese Aufklärungsarbeit vorzunehmen. Und jetzt fürchten Oppositionelle auch noch, ein Großteil dieses Ausschusses wird abseits der Öffentlichkeit stattfinden, weil ganz viele Akten wurden als geheim eingestuft und ganz viele Zeugenbefragungen könnten ohne Öffentlichkeit stattfinden, zum Teil vielleicht auch schon die morgen. Wird das so sein? Also es wird so sein, wie die im Parlament vertretenen Parteien das mit dem neuen Regelwerk beschlossen haben. Es wird so sein, dass es verschiedene Klassifizierungen bei Unterlagen gibt. Das ist deshalb entstanden, weil Sie werden sich erinnern können, es hat jedes Mal Diskussionen über Schwärzungen bei Akten und Unterlagen gegeben. Das gehört der Vergangenheit an, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wurde aber beschlossen, eine Informationsordnung, die Klassifizierungen vorsieht und wo es auch darum geht, Schutzinteressen zu wahren. Das ist aber nicht etwas, das sozusagen die Vorsitzende eines Ausschusses festlegt. Aber die Regierungsmehrheit? Nein, das ist ein Minderheitenrenrecht und das ist mit 5-Parteien-Beschluss im Parlament so gefasst worden. Es kann aber keine Minderheit im Ausschuss die Öffentlichkeit quasi erzwingen.
Aber die Mehrheit im Parlament mit den Stimmen der Opposition hat in der Verfahrensordnung festgelegt, dass bei klassifizierten Akten die Vertraulichkeit sichergestellt werden muss. Das heißt, es war, glaube ich, allen im Parlament klar, auch allen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, dass wir öffentliche Sitzungen haben. Und da bin ich dafür, alles so weit wie möglich in öffentlichen Sitzungen zu diskutieren und auf den Tisch zu legen, dass aber auch das Regelwerk von allen beschlossen hat, dass bei klassifizierten Unterlagen in Anlehnung an der Regelung des Deutschen Bundestages es vertrauliche Sitzungen geben muss. Das ist Beschlusslage und keine Vorgabe von mir oder sonst jemandem. Ganz kurz zum Schluss, der Verfahrensrichter hat hier im ZIB-2-Studio gesagt, er rechnet damit, dass der Ausschuss bis Herbst 2016 brauchen wird. Glauben Sie das auch? Auch da gibt es eine klare Regelung. 14 Monate dauert jetzt einmal der Ausschuss. Es besteht die Möglichkeit, hat er gesagt, das wird nicht reichen, glaubt. Weil es die Möglichkeit besteht, mit einer Minderheit um 3 Monate zu verlängern, mit noch einem Mehrheitsbeschluss noch einmal um 3 Monate. Also insgesamt kann von der Verfahrensordnung her das 20 Monate dauern. Das werden aber die Abgeordneten zu beschließen haben. Die Frage war aber, was glauben Sie? Ich glaube, wir starten jetzt einmal morgen und haben das so zügig anzulegen, dass wir das, was die Bevölkerung sich zu Recht erwartet, Aufklärung in dieser Sache so rasch wie möglich erfolgt. Frau Präsidentin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke Ihnen.